Guten Tag, meine Lieben. Wir haben gestern einen bedeutenden Schritt getan. Wir haben den Bund für Geistesfreiheit Celle gegründet. Bund für Geistesfreiheit, ja, wir sind Freidenker. Wir sagen, wir glauben nicht, wir wissen lieber. Und das ist der ganze Hintergrund. Aber es gibt noch einen anderen Hintergrund. Ich zeige es mal kurz. Und zwar, wir haben ja die Solide Schule gegründet, beziehungsweise sind ganz arg dabei. Und ich verlinke euch das alles. Das ist gar kein Problem, dann alles nachzulesen. Und weil wir eine Weltanschauungsschule sind, unsere Weltanschauung heißt also nicht glauben, sondern wir wissen, haben wir schon mal den ersten Entwurf des Bundes für Geistesfreiheit Celle als kleine Mini-Startwebseite eingerichtet. Und da wir aber die gleichen Auffassungen von der Welt haben wie der Bund für Geistesfreiheit Bayern, dem wir jetzt angehören, habe ich einstweilen dazu verlinkt, bis wir dann den Anschluss an diese Webseite haben. Wir werden letzten Endes keine anderen Inhalte präsentieren, denn das ist das, wofür wir stehen. Der Bund für Geistesfreiheit Bayern ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und wir werden diese Eigenschaft dann hoffentlich auch nach Anmeldung schnell genug bekommen, sodass wir so eine, ich möchte ja mal sagen, ein kleiner Staat im Staate sind. Also Körperschaften des öffentlichen Rechts sind zum Beispiel Gemeinden und die können auch eigene Satzungen erlassen oder es gibt Rundfunkanstalten, das sind keine Körperschaften, aber es gibt auch wie zum Beispiel der Bayerische Rundfunk, das ist wieder eine Körperschaft und da kann man sich dann auf Augenhöhe entsprechend begegnen. Gut, ihr werdet euch wundern und zwar Ludwig Feuerbach Schülerpreis, wenn man darauf geht, dann sieht man, selber denken macht schlau, sieht man, dass dieses Jahr vom Humboldt-Gymnasium in Schweinfurt ein Mädel ausgezeichnet wurde. Ja, die hat ein Kopftuch. Es sind nicht nur Deutsche, die denken können. Es gibt auch andere Menschen anderer Herkunft, die denken können. Das ist übrigens der Vorsitzende, mit dem wir gestern die Gründungsversammlung durchgeführt haben und der uns dann auch anmelden wird. Das ist Feuerbach. Und der Vorsitzende hat noch nicht so lange Bart, aber naja, gut. Lassen wir den Spaß. Bloß noch mal ganz kurz einige Worte zum Thema Glauben. Wir lehnen nicht Leute ab, die etwas glauben. Warum sollte man nicht einfach an sein besseres Ich glauben? Das wäre mein Gott, in Anführungsstrichen. Andere Menschen sagen, oder Ludwig Feuerbach hat es ganz gut ausgedrückt, der Mensch formte Gott nach seinem Bilde. Da ist es dann eben Mann mit langem Bart und gütigem Gesicht, der auf den Wolken sitzt und auf uns alle aufpasst. Das mag jeder selber wissen. Wichtig ist mir nur, dass je mehr Wissen man hat, umso weniger man glauben muss. Und letzten Endes, finde ich, werden wir alle nur dadurch gebremst und bestimmt und letzten Endes gegeneinander aufgehetzt, weil wir zu wenig Wissen haben. Das ist in meinen Augen, das wenige Wissen, ist in meinen Augen der Grund für alle Kriege und für alle Zwistigkeiten. Und das gilt es wieder zu verbessern. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Denkt drüber nach. Schaut auf die Links. Tschüss.